Ist die PKK eine Terrorgruppe? Kaum eine Frage, die mit Kurdistan und der Türkei zu tun hat, die so umstritten ist wie diese. Heute versuchen wir sie zu beantworten. Und die Betonung liegt auf versuchen. Ich grüße euch, hier ist wieder Konstantin und über das Thema PKK und den Konflikt zwischen der PKK und dem türkischen Staat habe ich hier auf diesem Kanal schon mehrmals berichtet und so viel vorweg, es gab immer sehr leidenschaftliche Kommentare und Diskussionen in der Kommentarspalte und mit leidenschaftlich meine ich zum Teil auch völlig ausufernd und völlig jenseits von Gut und Böse. Zum Teil musste der YouTube-Algorithmus da automatisch löschen, zum Teil musste ich selber Beleidigungen und Drohungen löschen. Das hoffe ich, dass das hier nicht passiert. Wieder besseren Wissens, aber trotzdem. Ich habe gesehen, dieses Thema beschäftigt euch und es interessiert euch und deswegen habe ich mir heute Verstärkung geholt und habe mir einen wirklichen Experten mal dazu geholt, um mit ihm der Frage nachzugehen, ob denn die PKK wirklich eine Terrororganisation ist. Kurzer Kontext für die, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Die PKK, die sogenannte Arbeiterpartei Kurdistans, die kämpft seit den späten 70ern gegen den türkischen Staat. Sie ist marxistisch orientiert, dazu werden wir gleich noch was hören, und wird von der Türkei, von der EU, also auch von Deutschland und von den USA eindeutig als Terrororganisation klassifiziert und auch so gelistet. Andere Staaten, wie zum Beispiel die Schweiz oder Russland oder auch die UN, die sehen die PKK nicht als Terrororganisation. Und diese Diskussion hat in den letzten Jahren wieder so ein bisschen an Fahrt aufgenommen, gerade im Kontext mit dem syrischen Bürgerkrieg, mit den Erfolgen der YPG und der PYD, also den syrischen Ablegern der Schwesternpartei der PKK. Und das vielleicht ungewöhnlichste Ereignis der letzten Jahre in dieser Diskussion kam aus Belgien, nämlich das höchste Gericht Belgiens hat entschieden, nein, die PKK ist keine Terrororganisation, sondern eine bewaffnete Partei in einem internen bewaffneten Konflikt, also in einem Bürgerkrieg. Die belgische Regierung hat das abgelehnt, aber es gibt Gewaltenteilung in Belgien. Das bedeutet, das höchste Gericht hat entschieden, deswegen ist es vor dem Gesetz zumindest so. Und das war interessant, dass ein NATO-Land und ein EU-Land praktisch offiziell erklärt, zumindest das oberste Gericht, dass die PKK keine Terrororganisation sei. Was natürlich auch Protestwellen in der Türkei ausgelöst hat und so weiter. Also ihr seht, diese Frage wird heftig diskutiert und sie ist auch noch nicht endgültig gelöst. Aber um eine Übersicht zu bekommen und die Einschätzung von einem wirklichen Experten zu bekommen, habe ich mir hier Christian Brakel eingeladen. Christian Brakel ist politischer Analyst und hat unter anderem für die Vereinten Nationen und viele verschiedene NGOs gearbeitet. Unter anderem war er auch der Berater des EU-Sonderbeauftragten für den Nahen Osten. Und aktuell leitet er das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Die Heinrich-Böll-Stiftung, wer sie nicht kennt, das ist eine deutsche politische Stiftung, die den Grünen nahesteht. Und meine erste Frage an Christian Brakel ist dann auch direkt: Ist die PKK eine terroristische Organisation? Also dieser Begriff Terrororganisation, auch gerade wie er jetzt in den ganzen Diskussionen seit dem 11. September benutzt worden ist, ist ja ein politisch aufgeladener Begriff, dessen Definition zum Teil sehr überstrapaziert ist und natürlich auch vor allen Dingen seitdem die Amerikaner das auch so zum Primat ihrer Außenpolitik gemacht haben. Natürlich auch etwas, worauf ganz viele andere Länder in der Region aufgesprungen sind. Also jeder, der sich irgendwelcher politischen Gegner entledigen will, der sagt erstmal, er kämpft gegen den Terror. Putin kämpft gegen den Terror in Syrien. Man kämpft gegen den Terror, die Syrer oder Bashar al-Assad kämpft angeblich gegen den Terror in Syrien selber. Die Türken kämpfen hier gegen den Terror. Und zwar ist Terror ja im Prinzip jeder, der oder kann jeder werden, zumindest der zur Opposition gehört, ganz unabhängig davon, ob er bewaffnete Aktionen durchführt oder nicht. Ich würde sagen, wenn man in einer sehr engen Definition bleibt, und zwar eine politische Organisation, die versucht, mithilfe militärischer Mittel politische Ziele herbeizuführen und dabei Opfer in der Zivilbevölkerung in Kauf nimmt, um eben, wie gesagt, Terror, also Schrecken zu verbreiten und damit eben Druck auf die Bevölkerung auszuüben. Also Druck auf ein politisches System auszuüben, der dann aus der Bevölkerung erwachsen soll. Dann würde ich sagen, ist die PKK auf jeden Fall eine Terrororganisation.
Denn wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es immer wieder Anschläge gegeben hat. Und diese Anschläge haben nicht allein militärischen Zielen gegolten, sondern hat auf jeden Fall Ziele gegeben, wo die PKK gesagt hat, sie nimmt zumindest billigen zivile Opfer in Kauf. Und also es gab auch diese Ansage, war es 2016, 2017, ich bin nicht ganz sicher, hier geht alles so schnell, da kommt man manchmal mit den Jahreszahlen durcheinander. Da hat es diesen Anschlag gegeben auf, ich glaube, es war ein Bus mit türkischen Armee-Rekruten oder Polizeirekruten, glaube ich. Und dabei hat es dann auch zivile Verletzte gegeben daneben. Und da hat die PKK auch also wirklich so ein offizielles Statement rausgegeben und hat gesagt, auch eben wir raten jetzt zum Beispiel auch Touristinnen und Touristen nicht mehr in die Türkei zu kommen, denn wir können nicht garantieren, die sind nicht unser Ziel, aber wir können nicht garantieren, dass sie nicht doch auch Opfer eines Anschlags werden. Und das ist ja etwas, was sich dann schon relativ dezidiert auf Zivilpersonen richtet. Nicht zwingend, man sagt zwar, man möchte die nicht ins Ziel nehmen, aber es geht ja trotzdem darum zu sagen, wir wollen einen Abschreckungseffekt auf die wirken. Also man nimmt auf jeden Fall diese Opfer schon mal billigend in Kauf. Es gab hier diesen ganz großen Anschlag 2017 war es, glaube ich, wie gesagt, von den Jahreszahlen immer durcheinander, hier in Beşiktaş am Stadion. Das war ganz klar, ne? Wieder auch im Ziel stand so ein Polizeibus, aber das war während eines Fußballspiels an einer sehr, sehr belebten Ecke. Also es war ganz, ganz klar, dass dabei auch Zivilpersonen zu Schaden kommen würden. Und von daher würde ich sagen, kann man auf jeden Fall sagen, dass die PKK zumindest in Teilen eine Terrororganisation ist. Aber, und das muss man aber bei fast allen, also bei sehr vielen anderen Terrororganisationen auch sagen, das ist der eine Arm. Es gibt eben daneben einen politischen Arm. Und es gibt eben, da muss man sagen, es ist im klassischen Sinne eine Befreiungsorganisation. Befreiung von was oder durch was ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber ich finde für diese Diskussion, die wir bei uns, also die Diskussion, die wir in der Türkei geführt haben, die Diskussion, die wir bei uns führen, die sind ja sehr unterschiedlich. Und ich finde, in der Betrachtung müssen wir halt einfach gucken, wen nimmt die PKK ins Ziel? Mit welchen Mitteln betreibt sie das? Und da würde ich sagen, auch durchaus, ne, also ich arbeite ja auch für eine politische Stiftung, die sagt, Gewalt ist eigentlich kein politisches Mittel oder sollte kein politisches Mittel sein. Ich finde, das muss man schon auch ganz klar in den Blick nehmen, um zu sagen, es gibt natürlich, also es gibt auf der Welt sehr viele Situationen, wo Personen zu Gewalt greifen, um sich zu wehren in irgendeiner Form. Aber man muss zum Beispiel schon auch fragen, finde ich, was für andere politische Ziele dahinter stecken und was für andere Mittel hier gesucht werden. Das ist der eine Teil und ich finde bei der Bewertung der PKK auf den anderen Teil, den wir gucken müssen, da kommen wir vielleicht in Ihren Fragen noch drauf, ist die Ideologie, die dahinter steht. Ich fasse also noch mal kurz zusammen. Herr Brakel sagt, nach dieser engen Definition einer Terrorgruppe, also eine Organisation, die versucht, politische Ziele mit Gewalt und der daraus resultierenden Furcht des Terrors durchzusetzen, wenn man diese Definition anwendet, dann ist die PKK eine Terrororganisation. Aber das führt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich, was sind denn diese Ziele, diese politischen Ziele der PKK? Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Ideologie und das andere, was will sie momentan erreichen? Das sind ja, das eine sind Langzeitziele, das andere sind taktische Ziele, die man sich aktuell setzt. Wenn Sie sich das Programm angucken, was hinter diesen, nicht nur der PKK, sondern im Prinzip all den ganzen Struktur in der KCK, diesem Dachverband, stehen, die Ideologie, die von Öcalan geprägt wurde, dann gibt es ja einen großen theoretischen Überbau, der auch, wenn Sie sich in Deutschland so in linken Zirkeln bewegen, aber auch weltweit zum Teil, in Südafrika zum Beispiel höre ich das immer wieder, sehr positiv rezipiert wird, weil er von vielen Dingen spricht, mit denen auch ich als Grüner, aber ich glaube auch viele Linke weltweit etwas anfangen können, also Gleichberechtigung, Frauenrechte, Umweltschutz, Ökologie, friedliches Zusammenleben auch von Minderheiten, Partizipation und Mitbestimmung. Wenn Sie aber so ein bisschen reinbohren in das Ganze, dann dreht es sich im Prinzip um eine Räterepublik.
die PKK im Sinn hat, also dieses ganz klassische Modell, was wir auch aus anderer kommunistischer Ideologie kennen. Das bedeutet, das Volk organisiert sich in so verschiedenen Gremien. Also es gibt einen Rat, weiß ich was, in der Schule, da treffen sich dann Schülerinnen und Lehrer und organisieren sich selber. Die Bauern organisieren sich in einem Bäuerinnenrat. Es gibt einen Dorfrat und diese Räte, die fangen ganz auf ganz kleiner Ebene an und gehen dann so pyramidenförmig nach oben. Das bedeutet im Prinzip, jede Bürgerin, jeder Bürger hat die Möglichkeit, bei Sachen mitzuentscheiden. Das ist ja eigentlich ein sehr basisdemokratisches Modell, wo ich auch als Grüner sagen würde, super, das finde ich eigentlich von der Grundidee gut. Das Problematische daran ist, und also sowohl in der kommunistischen Ideologie als auch in der Art und Weise, wie die PKK es einsetzt, dass das Ganze nur innerhalb eines gewissen Rahmens passieren kann. Und dieser Rahmen ist die Partei, also oder beziehungsweise die Organisation. Das bedeutet, es ist kein Multiparteiensystem, wo verschiedene politische Kräfte, die verschiedene politische Vorstellungen haben, miteinander wetteifern, wie das ja zum Beispiel in der Parteiendemokratie der Fall ist, sondern die Grenzen dessen, worin diese Räte arbeiten dürfen, ist immer diese PKK-Ideologie. Die dürfen sie nicht verlassen. Es ist also zum Beispiel auch nicht zwingend vorgesehen, dass diejenigen, die an der Spitze dieser Pyramide stehen, dass die von allen Räten gleichmäßig gewählt werden müssen. Es gibt Wahlen innerhalb der PKK, aber es wäre jetzt zum Beispiel nicht möglich, dass jemand antritt und sagt, hört mal, Öcalan, der sitzt jetzt schon so lange im Knast. Ich finde, manche Sachen, die der sagt, sind auch so ein bisschen irre. Ich finde, wir sollten davon mal abrücken. Das wäre nicht möglich. Und da ist halt, würde ich sagen, ist die Grenze der demokratischen Mitwirkung in diesem Modell erreicht. Und das ist auch der Grund jetzt zum Beispiel, wenn Sie, weiß ich was, das Bundesamt für Verfassungsschutz fragen würden, nicht unbedingt ein großer Garant deutscher Demokratie. Aber wenn es jetzt um so Definitionen geht, zum Beispiel, warum die PKK beobachtet wird, dann würden die sagen, das ist halt etwas, was gegen die deutsche Verfassung verstößt, irgendwie, weil es eben im Prinzip darauf hinausläuft, dass es eine, je nachdem, wie sie es definieren, Parteiendemokratie, also eine Einparteiendemokratie oder ich würde sagen, eine Partei, Einparteiendiktatur ist. Und ich würde halt einfach, also es hat sich aus dieser Ideologie zwar einiges entwickelt, ich glaube auch gerade, wenn Sie so zum Beispiel mit Organisationen sprechen, die im Umfeld entstanden sind, wie die HDP, das ist auch ganz schön dynamisch, aber diese Uridee, die ist halt nicht super demokratisch. Und ich denke, wenn Sie in die PKK-Strukturen reingucken, dann können Sie das auch erkennen. Also das ist nicht nur eine militärische oder eine Terrororganisation, aber es ist auf keinen Fall eine besonders demokratische Organisation. Abdullah Öcalan, der Gründer und Übervater der PKK, sitzt jetzt seit vielen, vielen Jahren in türkischer Haft. Die Kommunikation nach draußen ist teilweise erschwert oder ganz unmöglich. Deswegen ist meine nächste Frage, welche Rolle spielt Abdullah Öcalan noch in der PKK und wer hat aktuell das Sagen in dieser Organisation? Es gibt eine Führungsspitze von Personen, die sich zum Teil im Irak in den Kandelbergen befinden, wo dieses militärische Hauptquartier der HPG ist, des militärischen Arms der PKK. Also ich denke, die beiden, die am meisten in Erscheinung treten, also die Sie auch in öffentlichen Äußerungen am meisten sehen, sind Murat Karayilan und Cemil Bayık, die beide auch, also Cemil Bayık vor allen Dingen für den militärischen Flügel sehr entscheidend sind. Öcalan selber ist so ein bisschen der Spiritus Rector, der aber immer noch eine unglaubliche Bedeutung genießt. Also einmal, weil er diese Bedeutung auch in großen Teilen der kurdischen Bevölkerung auch noch hat. Also das ist so ein bisschen so ein Messias-Status, über den sich die PKK oder die PKK-Führung, auch wenn sie das vielleicht manchmal durchaus gerne möchte, nicht so einfach hinwegsetzen kann. Und wie gesagt, er hat halt diese ganze ideologische Basis geprägt, die halt eben heute noch eine große Rolle spielt. Aber es gibt seit Jahren Diskussionen darüber, also wie sich gerade das Kräftegleichgewicht eben zwischen Öcalan, der im Gefängnis sitzt, und eben zwischen der PKK-Führung verändert, in dem Maße, dass eben so diese Strahlkraft aus dem Gefängnis heraus abnimmt, also gerade auch in dem
Maße, wie er nicht mehr in der Lage ist, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Ich selbst habe schon mit manchen PKK-Anhängern geredet, die irgendwie doch Anhänger sind von einer Unabhängigkeit. Die wollen, dass es ein unabhängiges Kurdistan gibt, einen unabhängigen Staat. Das ist aber letztendlich interessanterweise nicht das, was zumindest offiziell der Wille von Abdullah Öcalan ist. Der hat sich von diesem Gedanken ja einigermaßen distanziert in seinen Schriften. Und deswegen meine Frage an Herrn Brakel: Was ist davon zu halten, dass sich Abdullah Öcalan von einer kurdischen Unabhängigkeit distanziert? Also, wie Sie das richtig sagen, Öcalan selber hat diesen ideologischen Schwenk vollzogen irgendwann und hat diese Idee eines demokratischen Föderalismus formuliert, in dem es im Prinzip darum geht, dass also der Nationalstaat die Wurzel allen Übels ist. Da würden ihm wahrscheinlich viele Linke recht geben in der Analyse. Und deswegen dieser Nationalstaat im Prinzip eigentlich abgeschafft werden soll. Und dann eben diese Föderation entsteht, also wie ich das vorhin geschildert habe, mit so einer Räterepublik, in die aber eben zum Beispiel nicht nur Kurdinnen und Kurden einbezogen werden, sondern in denen dann auch also die jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner der Länder, in denen die Kurdinnen leben, auch mit einbezogen werden. Im Prinzip genau das, was diesem Modell der HDP zugrunde liegt, die ja dann auch gesagt haben, wir machen jetzt halt, wir sind nicht, wie die BDP da zum Beispiel vorher war, wir sind nicht eine Partei, die uns auf die kurdischen Gebiete der Türkei konzentrieren, sondern wir sind jetzt eine Partei für die ganze Türkei und versuchen zum Beispiel auch linke Parteien, wie weiß ich was, die türkischen Grünen oder zumindest einen Teil der türkischen Grünen da einzuschließen und eben auch türkische linke Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Das ist die Theorie. Das unterscheidet sich dann nochmal davon, was die PKK als militärische Organisation vor allen Dingen aktuell priorisiert, und das ist der Aufbau dieses quasi Staats oder Statelets in Nordsyrien, Rojava, weil es da halt aus ihrer Sicht zum ersten Mal die Chance gibt, irgendeine Form von Autonomie zu erreichen, beziehungsweise es ja auch schon sehr stark etablierte Strukturen in den letzten Jahren gegeben hat, die da wesentlich mehr, naja, pseudostaatlich zumindest waren, als alles, was in Nordirak oder in der Türkei aufgebaut werden konnte. Und meine letzte Frage, die ich immer gerne am Ende von Interviews stelle, ist: Welche Frage habe ich noch vergessen zu stellen? Was gibt es aus Ihrer Sicht noch Wichtiges zu sagen zu der Frage, ob die PKK eine terroristische Organisation ist? Ich glaube, diese ganze Frage, Terror oder nicht, die ist sehr, sehr verkürzt. Also das ist natürlich das, was Staaten und gerade autoritäre Staaten immer wieder machen und sagen irgendwie, naja, das ist aber jetzt eine Terrororganisation irgendwie. Und wie können wir mit denen verhandeln? Und das ist natürlich zu einem gewissen Punkt auch berechtigt, in dem gewissen Punkt, also in dem zum Beispiel die PKK hier rumgeht und irgendwelche Bomben legt. Es lenkt aber von der eigentlichen Frage ab. Die eigentliche Frage muss ja sein, wie möchten wir mit diesem Problem, was in dem Land ja besteht, wie möchten wir damit umgehen? Und dass die PKK entstanden ist, oder Sie können das auch bei ganz vielen anderen Terrororganisationen sehen, ich habe lange Israel-Palästina gearbeitet, irgendwie mit der Hamas und was auch immer, das sind furchtbare Gruppierungen. Ja? Das sind auch keine Gruppierungen, die irgendwie für irgendwelche Werte stehen, die man unterstützen sollte. Aber es gibt natürlich Gründe, warum sie entstanden sind, und es gibt Gründe, warum sie aus der Bevölkerung Unterstützung erfahren. Weil die Leute, und das ist eben hier zum Teil auch so, weil die Leute eben sagen, die Situation ist so schlecht, ja, und wir vertrauen dem Staat, also hier dem türkischen Staat, wir haben kein Vertrauen in denen, weil die Art und Weise zum Beispiel, wie er die PKK bekämpft, zum Beispiel 2015 im Südosten, da geht es nicht nur darum irgendwie, dass jetzt die Leute, die da mit Waffen rumlaufen in den Straßen, dass die irgendwie dingfest gemacht werden, sondern der Staat stellt sich zum Beispiel mit großkalibriger Artillerie auf so einen Hügel und schießt halt einfach in so eine Innenstadt rein. Da sind auch wahnsinnig viele Zivilpersonen ums Leben gekommen. Natürlich haben die Leute dann wenig Vertrauen. Die Leute finden die PKK auch nicht alle wundervoll. Aber sie sagen, okay, aber zumindest, die machen zumindest noch was. Und der Staat, der macht gar nichts für uns. Der Staat ist hier für uns ein Unsicherheitsfaktor, der uns diskriminiert, der, weiß ich was, meinen Vater in ein Foltergefängnis verschleppt hat und so. Und so entstehen natürlich bewaffnete Gruppierungen. Das bedeutet, die PKK, so ablehnenswert sie, finde ich, auch ist, ist nicht die Ursache, sondern ist ein Symptom einer Krise. Und wie man mit dieser Krise umgehen will, das ist eigentlich die Frage, die sich jeder Staat stellen muss. Und das gilt für fast alle dieser bewaffneten Widerstandsbewegungen.
man kann diesen Leuten ja am einfachsten den Boden entziehen, indem man eine Alternative anbietet. Aber indem natürlich zum Beispiel die Türkei den Platz für eine parlamentarische Alternative, die HDP, geschlossen hat, wird es natürlich auch sehr, sehr schwierig irgendwie, dass die Leute dann sagen, okay, was soll ich denn jetzt hier noch machen? Also Israel-Palästina ist sehr ähnlich. Ne? Die Leute sind nicht unbedingt alle bei der Hamas, weil die alle so islamistisch sind. Die sind da, weil sie sagen irgendwie, okay, die andere Seite, die Fatah, die PLO, die verhandelt seit Jahren mit den Israelis, da kommt gar nichts raus. Ne? Haben wir gar nichts davon. Dann leisten wir lieber Widerstand. Und ähnliche Sachen laufen halt hier eben ab. Und ich glaube, da ist deswegen eigentlich die Frage, dieses Terror oder nicht, das ist so ein erstes Ding. Aber eigentlich muss man darüber hinauskommen und muss sagen, okay, wir wollen, dass das politisch gelöst wird. Und es kann politisch nur gelöst werden, wenn ihr eure Waffen abgebt. Ne? Das ist natürlich eine richtige Forderung. Aber dafür muss es halt einen politischen Prozess geben. Auch einen politischen Prozess, den beide Seiten ernst nehmen. Und zwar so ernst nehmen, dass sie nicht versuchen, mit Waffen ihn zugunsten in die eine oder in die andere Richtung zu drücken. Was beide Seiten in diesem Prozess gemacht haben. Das war Christian Brakel, politischer Analyst und Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für dieses Interview nach Istanbul. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr konntet was draus lernen. Ich werde in Zukunft noch öfters mit Herrn Brakel sprechen über Themen, die PKK, den Nahen Osten, die Türkei speziell betreffen. Und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video und aufs nächste Interview und bis dann.